Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack McCracken. Ich glaube, wir sind gar nicht mal so falsch. Was haben wir denn hier Schönes? Schalter, ein Sockel und Schalter. Können wir den... Dann haben wir, glaube ich, alles mehr oder weniger, oder? Oder wir müssen es halt da drauf bauen. Das kann halt auch sein. Kann ich ihn mitnehmen? Mhm. Aber das leuchtende Objekt war, glaube ich, das untere. Oder? Ja? Dann kam das hier drauf. Die Kristalle behalte ich tatsächlich mal noch sicherheitshalber. Wahrscheinlich müssen wir dann gleichzeitig beide Dings ziehen, um das zu aktivieren. Okay, praktisch. Auch wieder relativ dunkel. Treppe. Da ist eine Tür, sehr gut. Alles klar, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da wäre so ein Ank. Hab ich aber, glaube ich, gerade... Ne, keins da. Okay, ja, das sieht tatsächlich sehr nach dem Gesicht aus. Da geht's zur Wüste. Ah, alles klar, eine Pyramide. Ja, wir sind halt eben in Ägypten. Eine Pyramide. Und die gute Sphinx. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Erstmal nicht, wie mir scheint. Hä? Bein 1, Bein 2. Ah, da ist... Was? In meinem Helm sind nur 7 Minuten Sauerstoff übrig. Entweder füllen wir sofort nach oder ich finde einen Platz, wo ich atmen kann. Ist das ungünstig? Können wir hier drin eigentlich atmen? Ja, okay, hätte ich das gewusst? Ja, alles klar. Dann wird das eventuell auch knapp werden. Jede Menge Sackgassen in dem Spiel tatsächlich. Okay, kriegen wir hin. Dann mal zu Zack. Ah, hier ist auch eine seltsame Zeichnung. Alles klar. Okay, da kommt jetzt das von der Sphinx hin. Ist in Ordnung. So, genau, das ging dann... Nein. Da einmal unten rum. Dann hoch.
So, oder? Jawohl, ja. Sehr schön. Ja, ich kann den Kram nicht lesen. Da ist eine Tür. Okay, wir brauchen nochmal Annie. Ich hoffe, du hast noch genug Geld. Kannst du direkt, du kannst bis direkt nach Kairo. Reicht auch gerade so. Ja gut, ich glaube, mit ihr haben wir halt eben keine unnötigen Trips gemacht. Das heißt, bei ihr kommt es dann wirklich mit dem Geld gerade so hin. Hab ich den Eindruck. Oh, du bist aber auch direkt vor dem... Okay, das ist praktisch. Das ging angenehm schnell. Okay, dann gucken wir mal. Vorsicht, der du eintrittst. Der Wächter der Sphinx hat einen leichten Schlaf. Mhm. Ah, das hier eventuell? Haben wir sonst noch irgendwelche? Nee. Okay. Sek, auf geht's. Bleiben wir, glaube ich, mal da, oder? Nee. Zurück, bitte. So, da werden dann nochmal drei. Nochmal mit Sonne. Sind ja hier noch weitere Hieroglyphen. Erstmal. Nö, es sieht nicht so aus. Dann machen wir es mal hier so leermäßig und folgen der Sonne. Mhm. Okay, ich glaube, wir sind einigermaßen richtig. Ja. Weiter geht's. Ein etwas längerer Gang hier. Das ist auch wieder ein Schild. Da gibt's nichts zu lesen. Oh, ja gut, okay. Wir brauchen nochmal Annie. Dann folge mal der Sonne. Das geht jetzt ja auch ganz fix. So, bitteschön. Da nochmal durch. Ein paar Gänge waren das hier, aber zumindest eindeutig, wo wir hin müssen. Das ist eigentlich ganz angenehm gerade. Der Rest würde auch noch wieder in irgendein Labyrinth führen, von daher bin ich ja mal froh, dass wir diesmal gerade Glück hatten. Gut, dann sind wir auch angekommen. Schön. Dann Hieroglyphen. Erst drücke ich den rechten Knopf. Warte mal. Mittlere zuletzt. Nochmal bitte. Rechten Knopf, linken Knopf, mittleren. Okay. Alles klar. Dann.
Ah, den. Das ist eine Karte des Mars-Gesichts. Das ist eine Karte der Mars-Pyramide. Okay. Das sollte ich auf meine Karte malen. Ich befürchte, das müssen wir selber machen, aber ich will trotzdem erstmal noch gucken. Sieht so aus, als sei das ein besonderes Objekt in der Mars-Pyramide. Gibt's nichts zu lesen? Okay, nächste seltsame Zeichnung. Das sind einfach hier vier, beziehungsweise drei. Ist okay. Trage ich mal gerade als Erde ein. So. Ich habe die Karte vom Mars gemalt. Schön. Sehr gut, sehr gut. So, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Nö. Wieder Gesicht. Kannst du dich jetzt auf den Mars teleportieren? Wahrscheinlich, ne? Wir haben ja die Karte aktualisiert. Gesicht auf dem Mars. Mars-Pyramide. Da waren wir ja noch nicht. Aber sollte passen, denke ich. Bis gleich. Je nachdem, wie lange wir hier rumarbeiten. Ach, sollen wir da jetzt direkt die Dings reinpacken? Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Okay. Das wird wahrscheinlich die Türen dann öffnen. Obwohl... Hat tatsächlich funktioniert. Gut. Das ein Ding da unten so ein bisschen irritiert gehabt. So, links, rechts, geradeaus. Nehmen wir mal die Mitte. Ah, jetzt sind wir wieder hier, wie es scheint. Zack, willkommen auf dem Mars. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Ja, mit der Ruhe. Ich war beschäftigt, die Erde zu retten. Du bist Leslie, richtig? Richtig. Dann bist du Melissa. Genau. Wir haben viel zu tun, aber nicht viel Zeit, also Beeilung. Ja, wir haben halt nicht mehr so viel Luft bei euch. Können wir das vielleicht mit dem Dings nachfüllen? Ich meine, du hast hier einen Sauerstofftank. Aber ja, ich glaube, dann bauen wir uns mal gerade ein... ja.
So, wir haben immer das Dichtungsband. Dann bleibt mit dem Goldfischglas. Jawohl, Glas abgedichtet. Das dann auf den Sauerstofftank. Nee. Dann auf den Taucheranzug. Nee, auch nicht. Oder müssen wir es einfach anziehen? Okay. Taucheranzug. Unangenehm eng, ja. Kennt man? Nee? Haben wir das jetzt? Okay, wir schauen mal. So, ihr beiden. Achso, nee, genau. Dich gerade nicht. Ja. Helm anziehen. Okay, auf geht's. Dann mal raus. Ah, vielleicht können wir es in der Herberge oder so nochmal auftanken. Oder im Bus. Das könnte halt auch sein. Steuerung. Anzeigen. Radio, Handschuhfach. Sauerstoffhahn, sehr gut. Nun ist mein Sauerstofftank voll. Sehr schön. Dann du noch. Okay, dann wird es, glaube ich, doch nicht so knapp, wie ich befürchtet habe. Und Sekt dann auch noch mal gerade. Ah, nee, da ging's raus. Ich hoffe, es funktioniert, nur stirbst jetzt nicht. Scheint funktioniert zu haben. Gut. Immerhin. Gut. So, dann seid ihr jetzt theoretisch für eine Stunde soweit fertig, ne? Gut, dann sollte ich vielleicht jeder noch mal so eine Münze holen und dann geht's ab zur Bahn. Eine Münze? Können wir auch mehrere nehmen? Ist aber nur Münzen. Alles klar, okay. Na ja, gut, komm. Wird schon passen, denke ich. Ich glaube, ich. Na gut, das ist eh gerade die Ende der Folge, so wie das hier aussieht. Dann könnt ihr euch nochmal. Voll?
Hier deine Münze. Du hast ja schon Melissa. Nicht Leslie. Ja. Wäre notfalls noch eine für Notfälle da, denke ich. Okay. Schauen wir mal, wie wir die nächste Folge hier weiterkommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.